Ich habe ziemlich im ersten Lockdown im März 2020 versucht, sofort wieder frische Energie zu bekommen und eigentlich dies, das zu transformieren, um sofort irgendwie in das Songwriting reinzukommen. At First Lights, witzigerweise der erste Song, der auf dem Album ist, war auch die erste Nummer, die ich begonnen habe zu komponieren, mit dem ersten Riff. Und das hat alles in eine sehr interessante Richtung, tendiert. Was sehr spannend ist, auch diese Pink Floyd-mäßigen, diese floydischen Mittelteile im Song, wo dann teilweise sogar einmal eine bluesige Gitarre auftaucht. Und sehr spannend natürlich auch die Gospel-Parts am Ende. Gospel-Parts sind sehr interessant und bringen ein jazziges Feeling und haben auch sehr Spaß gemacht, an den Drums zu spielen. Definitiv Hall of Shame. Das ist für mich der kommerziellste will ich jetzt nicht sagen, aber noch einer der kommerziellen Songs, und ich stehe auf die kommerziellen, das ist eher meins. Es ist meiner Meinung nach der beste Song. Aber das Level ist ziemlich hoch, also man kann jetzt nicht große Unterschiede ausmachen. Erinnert vielleicht ein bisschen an Where Oceans Collide vom letzten Album, einfach von der Struktur und vom Aufbau her. Gehört aber auch, zu einem meiner Lieblingssongs am Album, weil er doch relativ flott ist und ich glaube, es wird ein ziemlicher Live-Burner. Call of Eden war auch einer der eher letzten Songs, die fürs Album komponiert worden sind. Hat sehr gute Atmosphäre. Ich liebe die Gesangslinien. Einer meiner Highlights auf dem Album. Das ist typisch, ist eigentlich der typische Inbridge-Single. Im eher im kommerziellen Bereich. Mir gefällt die Nummer sehr gut, macht wirklich Spaß. Und ich glaube, kommt auch live ziemlich gut an. Das ist ein Reißer. Freiheit und Edenbridge, das geht sowieso Hand in Hand. Sehr viele Songs auf den vergangenen Alben handeln von Freiheit, und ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch. Und für mich ist Freiheit essentielles Grundrecht. Der Song ist insofern auch interessant, weil er erstens einmal vom rhythmischen Aspekt her zwischen Vierviertel- und Dreivierteltakt hin und her balanciert. Der Anfang sehr, sehr hart ist, sehr, sehr heavy ist für unsere Verhältnisse. Und dann eigentlich das Gegenteil tut, nämlich einen Schritt zurück geht im Chorus und dort komplett akustisch wird. Alter Songwriting-Trick. Immer dann, wenn du glaubst, es geht noch einen Schritt nach oben, gehst du einen Schritt zurück im Chorus. Das finde ich einen sehr interessanten Aspekt. Arcadia, The Great Escape ist auch eine interessante Nummer, weil sie sehr vielschichtig ist und sehr viele verschiedene Teile hat. Und hier auch das Tempo Richtung Chorus extrem anzieht, obwohl das im ersten Moment gar nicht so wirklich spürbar ist. Ja. Aber durch das, dass ein anderes Feeling Chorus vorherrscht, geht es natürlich dann vom Tempo ein bisschen rauf und dann in den Strophen wieder zurück. Es sind interessante Strophenteile drinnen, die ein bisschen indisch klingen durch die Sitar. Und hier natürlich auch zu erwähnen, der Gospel-Endteil, den ich sehr interessant finde, zusammen mit dem Gitarrensolo.